Wie du Mods in der aktuellen Version von Minecraft P installierst, obwohl dies noch nicht unterstützt wird, möchte ich dir heute zeigen. Das erste, was ihr machen müsst, um aktuelle Mods zu installieren, ist den aktuellsten Blog-Launcher runterzuladen, welchen ich euch unten in der Beschreibung auch verlinkt habe. Habt ihr diese gedownloadet und könnt sie starten, könnt ihr eigentlich auch schon nun oben auf die Einstellungen gehen, denn dies müsste aktuell funktionieren und könnt dann auf Launcher-Einstellungen gehen. Seid ihr dort angekommen, bekommt ihr eine Menge Möglichkeiten, wie zum Beispiel Texture Packs adden, den verwalte Patches, verwalte Add-ons, aktiviere Mod-Scripts, Fullscreen-Mode, eigene DPI, USDIP-Guy, extra lange Vibrationen, Embedded Comments, History Screen, versteckte Quatsch mit einem Button, Use Team Deck und so weiter und so fort und so vieles mehr. Doch das, was wir eigentlich brauchen, ist aktiviere Mod-PE-Scripts-Support und Texture Packs. Texture Packs müssen wir hier an der Stelle ignorieren, denn für meinen Mod zum Beispiel braucht man nur Mod-PE-Scripts. Ihr klickt also auf das aktiviere Mod-PE-Scripts-Support. Klickt auf das Pluszeichen und sucht dort euer Verzeichnis aus, in dem ihr die Mods gespeichert habt. Habt ihr einen Mod gefunden, müsst ihr nur noch auf den Mod klicken und er wird automatisch geaddet. Falls unten eine Nachricht stehen sollte, macht euch keine Gedanken, solange das Ganze nicht abstürzt, sollte diese auch funktionieren. Seid ihr damit fertig, könnt ihr auch schon auf die Welt eurer Wahl gehen und habt jetzt nun hier den Mod installiert. In meinem Fall ist es der Lucky Block Mod, welcher mir persönlich am besten gefällt, da man hier viele lustige Dinge bekommt, wie zum Beispiel hier viele verschiedene Sachen halt wie Schwerter. Oder auch böse Dinge wie Zombies oder verschiedene Gitter, wie wir es jetzt hier bekommen und von oben fällt... Ah! Sand runter. Wenn euch das kleine, aber feine Tutorial geholfen hat, dann würde ich mich doch selber eine Bewertung und einen Kommentar von dir freuen. Nun musst du dieses Video nur noch mit deinen Freunden teilen, damit sie auch Mods installieren können und ihr gemeinsam Spaß haben könnt. Ich an meiner Stelle verabschiede mich hier. Bis zum nächsten Mal. Bis ein wunderheftiges und kriegkräftiges Ciao!